Ja, hallo liebe Leser von 1200 Grad. Wir befinden uns in Berlin und hier ist die Jahrespressekonferenz der Firma MAPEI. Neben mir steht Dr. Uwe Gruber, der Geschäftsführer der MAPEI Deutschland GmbH. Und ich glaube, Ihr Unternehmen kann auch international auf ein sehr gutes Jahr zurückblicken. Wie waren die Zahlen 2017? Ja, 2017 haben wir ein Wachstum von 5,4% weltweit. Also auch eine sehr schöne Entwicklung, insbesondere in Nordamerika, aber auch in anderen Regionen, Osteuropa, auch Westeuropa, also wir sind da auf einem guten Kurs. Mhm. Der deutsche Markt hat sich auch sehr positiv entwickelt. Ja, auch im deutschen Markt, je nach Branche, haben wir Wachstumszahlen vom im einstelligen Bereich, unteren einstelligen Bereich bis zum zweistelligen Bereich. Mhm. Welche Bereiche haben sich besonders positiv da vorgetan? In 2017 war besonders positiv der Fußbodenbereich, also alles was Parkett, LVT, Textil angeht. Das sind wir sehr stark gemacht. Mhm. Sie haben jetzt in diesem Jahr noch eine neue Marketingkampagne gestartet mit einem sehr einprägsamen Slogan, den Sie auch 2019 fortsetzen werden. Können Sie uns dazu auch zwei, drei Sätze sagen? Ja, wir haben uns überlegt, dass wir eine Marketingkampagne machen möchten, die stärker emotional ist und insbesondere für das bodenliegende Handwerk, also Keramik, Naturstein, Parkett etc. zugeschnitten ist. Und wir wollten es emotionaler machen und ein bisschen Wortspiel, Freunde fürs Legen. Also wir wollen der Freund des Bodenlegers, des Fliesenlegers sein und spielen diese Kampagne jetzt auch im ersten Bereich mit Aktionen, aber dann auch über die Bau mit einer entsprechenden Kommunikationskampagne und dann auch im nächsten Jahr, wenn wir das weiter vollziehen, mit verschiedenen Aktionen, mit Kampagnen, mit Schulungen etc. Okay. Vielen Dank. Danke.